Dann sagt er hier, لن ينجو واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعملي. Er sagt hier und erinnert euch daran, dass niemand durch seine Taten allein gerettet wird. Dann sagten sie, wala ant, und nicht einmal du, er sagte, ich auch nicht. Ausgenommen Allah sollte mich mit seiner Barmherzigkeit und Gnade bedecken. Hier in diesem Kontext stellt sich natürlich die Frage, wir haben im Koran einige Stellen, wo es heißt, مثلا sagt Allah Ta'ala, اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Tretet in das Paradies, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Wegen dessen oder durch das, was ihr eben zu tun pflegtet, was ihr erworben habt, wegen euren Handlungen. Wie vereint man diese Hadith mit diesen Versen? Wenn wir sagen, dass das die Partikel, die hier benutzt wird, bi, hier benutzt er das ja auch, bi'amali, lan yanju ahadun minkum bi'amali, und im Vers kommt es auch vor, bima kuntum ta'alam. Das sind zwei verschiedene Partikel. Das eine ist für die Verursachung, das eine ist für Ursache-Wirkung-Prinzip, das heißt, die Handlungen sind eine Ursache für das Eintreten des Paradies, aber sie sind keine. Also es gibt keine Zwangsläufigkeit. Es gibt keine Zwangsläufigkeit. Also was ich damit meine, nur mal als Beispiel, wir haben jetzt hier auch in unserem Leben haben wir diverse Ursachen, die bestimmte Wirkungen hervorrufen. Tamam? Und wenn die Ursache wirklich gegeben ist, dann folgt die Wirkung auch immer. Ob du willst oder nicht. Das ist eine Konsequenz, da besteht eine Zwangsläufigkeit dazwischen. Ja, beispielsweise, wenn ich Papier habe, irgendein Papier oder irgendwas, und ich lasse es fallen ins Feuer, das verbrennt. Es kann nicht anders passieren, es kommt immer so. Tamam? Es besteht eben ein Gesetz, es ist ein Phänomen, es ist ein Gesetz, das ist unumstößlich für uns. Und wir können dem nicht entgehen, wir können das nicht ändern, es passiert immer so. Mit den Handlungen ist es aber nicht so. Die Handlungen sind zwar eine Ursache, ja, aber es verläuft nicht so wie mit den Naturgesetzen, die wir auf dieser Welt haben. Es gibt keine Zwangsläufigkeit. Das heißt, spekulativ, wenn Allah Ta'ala wollte, wenn er wollte, könnte er eine Person, trotz dessen, dass er Handlungen ausgeführt hat, die eigentlich eine Ursache für den Eintritt ins Paradies, und er könnte ihn trotzdem verdammen. Mensch, es gibt nichts, was verpflichtend ist, was für ihn vorbestimmt ist und was ihm angezwungen wird. Das wird hier mit diesem Hadith ausgesagt, unter anderem. Oder beziehungsweise, wie Abu Jamra sagte, in diesem Hadith ist auch ein Hinweis darauf, dass die Menschen oder dass der Mensch nicht in der Lage ist, den Rechten Allah Ta'ala gerecht zu werden. Dass er nicht in der Lage ist, dem, was Allah Ta'ala zusteht, gerecht zu werden. Tamam? In der Qualität und der Quantität. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch wird durch seine Handlung gerettet. Dann sagt er auch, du auch nicht, sagt er, auch ich nicht. Das heißt, auch ich werde dem, was Allah Ta'ala zusteht, an Achtung, an Ergebung, an Glorie, auch ich werde dem nicht gerecht. Ja.